Mein Name ist Daniel und ich wurde nach 2 Tagen aus meinem Praktikum geworfen. Eine gerechtfertigte Frage wäre natürlich, warum? Das Ganze werde ich euch auch bei 1000 Likes erklären. Okay, habt ihr alle geliked? 3, 2, 1. Okay, perfekt. Alles fing damit an, dass ich eine Praktikumsstelle zum Fachinformatiker für Systemintegration gefunden habe. An sich auch ein mega geiler Beruf. Habe ich wirklich nichts dran auszusetzen. Man sitzt den ganzen Tag vorm PC rum, macht ein paar computerinterne Aufgaben, bisschen was betreuen, was reparieren und dann kann man auch wieder nach 8 Stunden nach Hause gehen. Nach einem Tag habe ich aber schon gemerkt, ja okay, ist irgendwie nichts für dich. Die Mitarbeiter sind unfreundlich. Ja Chef, ich habe jetzt eine Stunde Pause, könnte ich vielleicht so lang rausgehen? Nee, kannst du nicht. Richtig witzig, Fettsack. Die Aufgaben passen gar nicht zu dem Beruf. Ich werde irgendwie ausgebeutet und ich kann mich einfach mit diesen scheiß Mitarbeitern nicht anfreunden. Überhaupt nicht. Aber jetzt kommen wir zum springenden Punkt. Ich bin nach dem ersten Tag krank geworden. Also wirklich krank. Wirklich krank. Augenzwinker. Und bin dann auch zum Arzt gegangen. Der hat mich dann nach dem ersten Praktikumstag für die nächsten 4 Tage krank geschrieben. Oh, guten Tag, Herr Pergamens. Was kann ich für Sie tun? Ich habe, Kopfschmerzen. Okay, 2 Tage krank geschrieben. Geht auch 4? Okay. Fand mein Chef dann nicht so witzig. Und ich merke gerade, dass man bei der Stelle den fucking Staubsauger hört im Hintergrund. Mann, läuft heute eigentlich alles schief. Hat dann auch in WhatsApp angefangen, ein bisschen ignoranter zu schreiben. Okay, danke für die Info. Gute Besserung. Oh, tut mir leid, du Diva, dass ich auf deinen Scheißbetrieb keinen Bock hab. Also, laut diesem OK kann man schon sehen, dass er irgendwie seine Tage gekriegt hat. Also, dem hat's gar nicht gepasst. Sprich, ich war dann für Freitag krankgeschrieben. Dann kam Wochenende. Am Montag bin ich wieder hingegangen. Das hat dann nicht so lange gedauert, bis ich mir dachte, ach komm, am Dienstag fahre ich einfach mal nach Köln. Und am Mittwoch habe ich mir auch ein bisschen Urlaub gegönnt. Aber wir dürfen natürlich nicht den Fakt vergessen, dass ich krankgeschrieben war. Die Aktion war dem auch zu viel. Sprich, von 5 Mal war ich 2 Mal da. Ich hätte das Praktikum eigentlich bis zum 23. gehabt. Wir haben jetzt den 10. Du kleines Arschloch, wie wagst du es, dich mich zu kündigen? Ich hätte euren Umsatz so in den Himmel geschossen. Wenn du das siehst, fick dich einfach, fick dich. Soll ich dir mal was sagen? Der Adventskalender, den ihr mir geschenkt habt, der eigentlich im Büro bleiben sollte, den habe ich mitgehen lassen. Euren scheiß Adventskalender kriegt ihr nicht zurück. Den behalte ich nämlich und fress die ganze Schokolade auf. Na, wie gefällt euch das hier, blöden Wichser? Fickt euch, fickt euch. Halt ihr das? Das ist eure Schokolade, ihr Am besten komme ich doch mal zu euch und kacke euch vor eure fucking Haustür. Aber ist in Ordnung. In Ordnung. Selber schuld, wenn ihr den Mitarbeiter des Jahres gehen lässt. Nach 2 Tagen. Aber was habe ich euch eigentlich getan, dass ihr mich mit Entschuldigung kündigt? Was passt euch nicht an mir? Ist es meine Fresse? Liegt's daran, dass ich fett wie Scheiße bin? Oder liegt's doch daran, dass ich euch 2 Donuts weggefressen habe? By the way, folgt mir alle auf Twitter. Ich will die 5000 Follower.